Mein Name ist Klaus Kurz, ich bin Sprecher der Deichkonferenz, ein Bündnis von Umweltinitiativen, Umweltvereinen hier aus Düsseldorf. Und wir kümmern uns um das Thema Deichrückverlegung hier im Himmelgeister Rheinbogen. Es geht eigentlich um vier Probleme. Das eine ist der Artenschutz. Und zwar, wenn Sie in diese Richtung schauen, sehen Sie den alten Himmelgeister Deich. Auf dem gibt es wertvolle Wildbienenvorkommen. Und wenn der Deich auf dieser Deichlinie saniert würde, dann würden diese Biotope vernichtet werden. Zweites Problem ist die ökologische Verbesserung der Gewässer. Das sieht die EU-Wasserrahmenrichtlinie vor. Immer dann, wenn an den Gewässern etwas gemacht wird, soll darauf geachtet werden, dass der ökologische Zustand des Gewässers nach diesen Maßnahmen besser ist als vorher. Mit der jetzt geplanten Sanierung auf der alten Deichlinie ist das nicht der Fall. Die Wasserrahmenrichtlinie wird hier ignoriert. Das dritte Problem ist der Hochwasserschutz. Der muss natürlich ertüchtigt werden. Der Deich ist alt, er ist zu niedrig und deswegen muss hier gehandelt werden zum Schutz der Stadtteile Itter und Himmelgeist. Und wir glauben allerdings, dass es deutlich besser wäre, den Deich rückzuverlegen, weil wir damit dem Wasser zusätzlichen Raum geben. Die Umweltministerin hat kürzlich angesichts der Hochwassersituation gesagt, wir müssen damit rechnen, dass zusätzliche und höhere Hochwasser kommen. Deswegen wäre es fahrlässig aus unserer Sicht, den Deich auf der alten Strecke zu sanieren, sondern wir müssen dringend dem Fluss mehr Raum geben. Und das vierte Problem ist, wenn der Deich auf der alten Deichlinie saniert wird, dann ist das Gelände hinter dem Deich natürlich hochinteressant als Bauland. Und der Beschluss der Bezirksregierung, der sogenannte Planfeststellungsbeschluss, der diese aus unserer Sicht falsche Planung jetzt genehmigt hat, würde dazu führen, dass natürlich dieses Gelände hier für Bautätigkeit attraktiv würde. Das, glaube ich, müssen wir verhindern zum Schutze unseres Naherholungsgebietes Himmelgeister Rheinbogen. Ja, mein Name ist Andreas Vogt. Ich bin der Baumgeistsekretär der Himmelgeister Kastanie, die sicherlich viele von Ihnen kennen. Das ist ein Projekt mit der Himmelgeister Kastanie, die seit 2007 eine offizielle Postanschrift hat. Inhalt unseres Projektes ist vor allen Dingen der Klima-, Umwelt-, Tier- und Menschenschutz. Ganz wichtiges Thema. Und deswegen sind wir auch als Bürgerinitiative, wir sind kein Verein, sondern eine Initiative, sind wir der Deichkonferenz beigetreten, weil natürlich das Thema hier mit dem Himmelgeister Deich für uns eine ganz große Herzensangelegenheit ist. Wir möchten natürlich, dass das Gelände so erhalten bleibt, wie es jetzt ist, dass der Bürger das weiter als Naherholungsgebiet eben auch nutzen kann. Das ist uns ganz besonders wichtig, aber auch der Tierschutz, der Artenschutz liegt uns natürlich da am Herzen und wir sehen ganz groß die Gefahr, dass dieses Gelände dann, dieses große Gebiet, eines der wenigen freien Gebiete in Düsseldorf, dass das als Bauspekulationsobjekt oder in Baugelände umgewidmet wird. Deswegen unterstützen wir auch die Petition der Deichkonferenz, wo gleich Herr Kurz auch gleich nochmal was dazu sagen wird. Ja, wir haben durch den Protest, den wir hier organisiert haben, insgesamt 3000 Menschen hier aus der Umgebung und aus ganz Düsseldorf und auch über Düsseldorf hinaus haben unsere Petition unterschrieben. Der Protest hat dazu geführt, dass die jetzt regierenden Parteien im Düsseldorfer Stadtrat, nämlich die CDU und die Grünen, sich in ihrer Kooperationsvereinbarung dazu bekannt haben, jetzt diesen Deich noch nicht zu bauen, also keine Fakten zu schaffen, sondern abzuwarten, was die Klage gegen dieses Planungsverfahren ergibt. Der BUND, Umweltverband, hat Klage erhoben aus den von mir eben genannten Gründen und dieses Verfahren ist beim Verwaltungsgericht anhängig und dieses Verfahren soll abgewartet werden. Die
die Stadtverwaltung ist von der ist beauftragt, gleichzeitig die Rückverlegung zu planen, das heißt die Planungsunterlagen vorzubereiten, falls das Gerichtsurteil die Ablehnung dieser bisherigen Planung ergibt. Das ist aus unserer Sicht ein Zwischenerfolg, weil wir dadurch ein bisschen Zeit gewinnen und weiter argumentieren können für diese Rückverlegung. Wir hätten uns gewünscht, dass die Kooperation zwischen diesen beiden Parteien jetzt die Deichrückverlegung sofort beschlossen hätte, weil dann hätte man keine Zeit weit verloren und hätte das Verfahren gar nicht mehr abwarten müssen. Dazu hat sich die CDU leider nicht durchringen können. Aber gut, wir hoffen trotzdem, dass wir es schaffen, mit den Bürgerinnen und Bürgern durch den Protest, den wir hier weiter organisieren werden, die Deichrückverlegung noch zu erreichen. Ja, Düsseldorf möchte ja unbedingt auch gut zur Klimahauptstadt werden. Und zu einem gesunden Klima gehört natürlich auch eine gesunde Umwelt. Gerade jetzt hier im Himmelgeister Rheinbogen. Das ist eines der letzten großen unverbauten Gebiete, die wir hier in der Stadt haben. Wir verstehen auch, dass Wohnraum sehr wichtig ist in unserer Stadt. Vor allen Dingen bezahlbarer, sozialer Wohnraum sehr wichtig. Und nicht nur Luxuswohnungen. Aber das Gebiet hier ist natürlich enorm wichtig. Und wenn man Klimahauptstadt werden möchte und vor allem auch wenn man Fahrradhauptstadt werden möchte, dann ist dieses Gebiet natürlich sehr, sehr wichtig für uns Düsseldorfer. Deswegen appellieren wir auch an Sie jetzt eben, unterstützen Sie die Petition, zeichnen Sie bitte diese Petition. Niemand von uns ist gegen Hochwasserschutz. Es geht hier um den Deichbau im dritten Bauabschnitt. Gegen den ersten und zweiten Bauabschnitt, der geplant ist, auch für den Bereich Himmelgeist, hat niemand etwas. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht ausschließlich um den dritten Bauabschnitt. Wir möchten ja auch einen Deich haben und wir möchten Hochwasserschutz haben für Itter und Himmelgeist. Aber dann bitte vernünftig, so wie es von Anfang an eigentlich geplant gewesen ist. Dafür treten wir ein und dafür sind wir auch in der Deichkonferenz. Danke. So, wir stehen jetzt hier auf dem alten Deich und blicken in Richtung Süden. Dieser Deich zeichnet sich dadurch aus, dass es hier ein Wildbienenbiotop gibt. 43 Arten, verschiedene Arten von Wildbienen. Und davon sind einige auf der roten Liste. Das heißt, es wäre tatsächlich auch ein ziemlicher Verlust, wenn dieses Biotop hier verschwinden würde. Es ist übrigens NRW-weit eins der interessantesten und deswegen natürlich gerade in Zeiten des Artenverlustes besonders schützenswert. Ja, und dieser alte Deich hier ist natürlich die Heimat, wie gesagt, schon von Tieren und durch eine große Artenvielfalt geprägt, war aber meines Wissens nach in den 90er Jahren, als die ganz großen Jahrhunderthochwasser waren, wo in der Zeit nie, also sagen wir mal, Einsturz gefährdet oder dass das Wasser bis hier oben gegangen ist oder so und dass dadurch die Ortsteile Itter-Himmelgeist in Gefahr gewesen sind. Aber letztendlich geht es auch nicht darum, wir sind dafür, dass dieser Deich, so wie er ist, jetzt stehen bleibt, dass das ein wunderbares Vorflutgelände wird, vielleicht auch eine Auenlandschaft, ähnlich so wie in den Urdenbacher Kempen, dass es einen zurückverlegten Deich gibt, der den Bürgern nach wie vor garantiert, dass es eben hier ein schönes Naherholungsgebiet ist und eben auch bleibt.